Hallo Leute, ja, Tante Mimi hatte mir nochmal gesagt, dass ich doch definitiv ein paar Tutorials angucken sollte, um das mit der Squat hinzukriegen. Habe ich natürlich gemacht, nicht ein paar, sondern wenigstens eins. Und ja, da habe ich dann gesehen, dass man hier so das createn kann. Ich lösche jetzt auch mal gerade das. Und sie hat auch gesagt, das Tutorial bringt's nicht. Mache ich also auch weg. Und jetzt machen wir create. Wir haben natürlich den militärischen Commander schon da. Dann nehmen wir den. Wir wollen Leder nehmen. Wir werden nicht verfeinern. Dann suchen wir uns hier noch Leute aus. Gehen hier rein. Machen den Competent Hammer Dwarf noch dazu und nehmen noch den oberen hier auch noch mit, obwohl der keine Skills hat. Den lassen wir mal über, weil den brauchen wir gleich woanders für. So, dann ist das mit Back to Squat schon mal richtig. Jetzt gehen wir hier hin und da müssen wir hier mal ändern, dass sie monatlich hier trainieren. Und ich glaube, das war's dann erstmal. So, das können wir schließen. Das nächste, was wir dann nach dem Intro machen, ist, dass wir die Barracks machen. So, da bin ich schon hier runtergegangen und hier, werden unsere Barracks, dieser Raum jetzt mal, weil die müssen ja irgendwo trainieren. Und da werden wir diesen Raum mal auswählen. Der ist jetzt noch nicht ganz fertig ausgehöhlt, aber das wird wohl noch werden. So, Barracks haben wir. Jetzt können wir die hier machen, rauswählen und dann können wir sagen, hier, das ist euer Trainingsraum. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das auch schon. So, jetzt den einen Zwerg, den wir noch haben, den müssen wir jetzt auswählen, weil der muss jetzt definitiv wahrscheinlich unser Miner werden, weil ich gehe von aus, dass wir keinen Miner mehr haben. Ach so, hier ist die Lupe. Items, und der hat hier nichts. Und dann können wir hier auf Arbeit gehen und dann können wir hier den Miner anhaken und wir sagen, mach du mal bitte nur den Miner gerade. Ich glaube, Leertaste haben wir noch gar nicht gemacht zum Starten, das ist schlecht. So, jetzt ist die Frage, wo der ist. Warte, da oben ist das Kamerasymbol. Wo ist er hingelaufen? Okay, der war vorher im Planter, glaube ich. Der macht natürlich jetzt noch hier diese Arbeiten, aber ich glaube, er müsste gleich aufhören und hier sich die Axt suchen. Und nach dem nächsten Auftrag sollte er dann was anderes machen. So, jetzt können wir hier mal gerade gucken. Wer? To become a peasant. Warte mal. Eben hatten wir drei Kinder, ne, oder? Ne, passt schon noch. Ach, das war er jetzt hier. Ach ne, das war die Umänderung, die ich gemacht habe. Okay, das ist hier schon mal weg. Der Community Commander kann weg. Recruit has entered a martial trance. Okay. Wo ist der martial trance? Der ist wahrscheinlich da gestorben bei. Okay, dann ist das wohl weg. Was haben wir hier? Da sind die Kämpfe. Und jetzt hier ist, ja, machen wir weg. Die sind alle tot gefunden worden. Gehen wir gerade hier hin. Ah, ich drehe mal falsch rum am Rad. Obwohl da sind, glaube ich, nee, ist es noch nicht. Wir müssen, glaube ich, noch eine Etage tiefer, oder? Hier sind unsere Höhlen, aber da ist leider noch nichts passiert. Ist da einer eigentlich? Rolls of Coffin, ja, da ist schon jemand beerdigt. Wir müssen unbedingt gucken, dass hier weitergearbeitet wird. Ne? Jetzt müssen wir aber unseren einen Zwerg noch dazu nehmen. Der muss uns jetzt noch sagen, was er macht. Ne? Ich sehe gerade, dass unser Fenster gar nicht passt. So, jetzt passt das Fenster besser, ne? Ich habe es mal ein bisschen größer gezogen. Sorry dafür. So, was macht er? Er schläft, okay. Er schläft auch im Bett. Ja, er schläft im Bett. Das ist schon mal etwas, ne? Und jetzt gehen wir mit dem mit. Was macht er denn jetzt? Er holt sich eine Pickaxe. Das ist schon mal gut. Das heißt, er wird jetzt seine Arbeit verrichten. Okay, jetzt ist er da unten runtergegangen, wo wir natürlich auch unsere ganzen Toten beerdigen werden. Und hier ist aber ja Metall, was wir da, glaube ich, gefunden hatten, ne? Magnetit oder irgendwie sowas, weiß ich nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall buddelt er schon gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, das mit dem Roten, er sleeps without a proper room. This isn't embarrassing, okay. Das ist eine Frau übrigens, she. Okay, da wird auch noch abgebaut, weil da auch noch Metall ist. Okay. Was macht er jetzt daneben, der Rote?
der was geholt oder so, kann das sein? Der Gang war zu schmal, ne? Okay, unsere Baracken werden jetzt hier tatsächlich. Ob das jetzt das Richtige ist, ich glaube eher nicht, ne? Radiergummi. Rubber, komm nochmal Rubber. Wie geht das denn jetzt hier? Jetzt habe ich es weggemacht, aber er ist schon so schnell dabei. So, ich glaube, jetzt hat es geklappt, oder? Ich verfolge den noch, deswegen war das so schwierig. Also da baut er, glaube ich, nichts mehr. Ah, warte mal, hier baut er trotzdem noch was. Das kann er erstmal weg. Das lassen wir auch gerade so. Da brauchst du auch nichts machen. Du solltest jetzt vielleicht mal dahin gehen, wo wir der Meinung sind, dass es besser ist. Jetzt hat er eine andere Uniform angezogen, oder? Zum Arbeiten. Hier ist unser Miner. Achso, das war noch offen, ne? Na, egal. Jetzt macht er hier auf jeden Fall weiter. Obwohl das jetzt auch nicht die beste Idee ist, das da zu tun, aber na, die paar Felder können wir jetzt, glaube ich, machen, ne? Steht jetzt hier. Okay, er ist zum Miner geworden, steht da sehr gut. Er wird verfolgt, obwohl das Fenster zu war. Auch interessant. Das hier müssten jetzt Metalle sein, oder? Jetzt die Frage, geht er natürlich erst dahin, anstatt weiter da oben zu machen, wo es wir es nötig hätten, ne? Weil wir wollen ja zusehen, dass wir da die anderen beerdigen erstmal. So, jetzt bist du hier fertig und gehst hoffentlich nach hinten, ja? Macht er. So, jetzt können wir den erstmal verfolgen, ausmachen. Und jetzt müssten wir hier. Schauen, das war falsch. Warte mal, hier haben wir die Oriel. Okay. Ja, das ist jetzt nicht das, was ich will, ne? Ich möchte jetzt eigentlich nicht hier wieder ständig und immer da draufklicken müssen. Click a tile to place the burial receptor. Select material after placement. Use closest material. Keep building after placement. Okay. Jetzt geht's. Und da bitte auch noch. Ja, jetzt lass das erstmal so. Jetzt müssen wir aber noch die Räumlichkeiten finden, oder? Wie war das noch? Ein Burrow. Oder ein Tomb? Ein Tomb. Aber das sieht so aus, als ob das Tomb schon ist, oder? Vielleicht müssen wir es noch ein bisschen größer machen, weil hier ist es, glaube ich, nicht richtig ausgefüllt. Kann das sein? Sah auf jeden Fall nicht so aus. Warte mal, wie muss das denn hier jetzt werden? Achso, das bringt ja mir nichts, weil. Ja, das bringt dann nichts wegen, sag schon, muss erst ausgehöhlt werden. Der trägt ganz viele Steine da jetzt, oder wie sehe ich das? Das war falsch. Das muss weg. Und das muss wieder hin.
Und das muss hin. Das muss hin. So, und dann müssen wir da. Ach, Wall Smoothing gibt es ja auch noch, ne? Türen. Door. Wieso fehlt denn da jetzt? Wir haben keine Türen. Okay, dann müsste man die erst machen. Er höhlt auf jeden Fall noch aus. Was macht er jetzt hier? Ja, weiß ich auch nicht. Ist jetzt erstmal nicht so wichtig. So, da sind unsere Räumlichkeiten. Hier sind ganz viele Anziehsachen drin, ne? Carpenter war oben, ne? Add new task und wir wollen Doors haben. Door. Machen wir ein paar mehr. Und Wooden Barrel machen wir weg. Und machen wir das auch weg. So, da ist jetzt der Auftrag, erstmal Türen zu machen. Aber wir haben keinen Carpenter wahrscheinlich. So, wenn das ausgehöhlt ist, ja. No Job. Aha, das ist schon mal gut. Dann machen wir einen Labor. Und er soll Carpenter werden. Woodcutter, nee, Woodcutter ist... Nee, Woodcutter nicht. Oder kann er das nur? Miners, Woodcutter. Der fällt doch nur Bäume. Oder macht das dann auch? Weiß ich nicht. Okay, ich sehe aber schon, die Folge ist schon ein Stück lang. Wir sollten erstmal gerade wieder eine Pause machen und schauen, dass wir das hier hinkriegen. Betten haben wir wohl genug, so wie man das sieht. Türen ist noch ein Problem. Müssen wir mal schauen, dass wir die Türen vielleicht auch an den Start kriegen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier irgendeiner Türen baut. Und ich weiß auch gar nicht, wo die wenn hinkommen. Hier kommt nur Holz rein. Wir haben auch gar kein Holz. Das heißt, wir müssten erstmal hier eine Zone machen, wo... Ach ja, ich liebe es. Nee, der war es auch nicht. Okay. Jetzt sind wir, glaube ich, draußen. So, ich möchte jetzt rausscrollen. Jetzt haben wir es geschafft, oder? Und fällen mal diese Bäume alle hier. Ich hoffe, es macht einer, ne? Ich weiß aber nicht, wer. Ja, die Rollen sind jetzt schwer verteilt, ist klar, weil, ne? Ja, es gibt halt nicht so viele, die das jetzt machen können, ne? Squad ist erstellt, die trainieren hoffentlich auch und Barracks sind, glaube ich, auch fertig. Jetzt müsste man gucken, wie es vorangeht, aber ich weiß es auch nicht. Es sieht gerade nicht so toll aus. Vielleicht klappt es ja mit den Kindern, dass die mal schnell erwachsen werden. Ich weiß gar nicht, kann man sehen, wie alt die sind, aber ich weiß auch nicht, ab welchem Alter die erwachsen sind. 14, oder? Das könnte sein, dass die bald sind. Ich weiß nicht, das war irgendwie so 15 war das oder sowas, dass die erwachsen werden, ne? Ah, 16 ist aber auch noch ein Kind, das heißt, dann ist es wirklich vielleicht bei 18, oder? Und hier ist 13, okay. Muss mal gucken. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Und hier ist übrigens schon jemand beerdigt worden. Das ist schon mal gut. Wir machen nächstes Mal auf jeden Fall hier noch so ein paar Coffins hin und dann geht es auf jeden Fall voran. Ne? Bis dann.